alte Kabelbaum habe ich ab. Und jetzt ist der neue Kabelbaum erstmal drinnen. Ohne Licht, das Ganze. Und ihr seht, ich muss den so verlegen, wie der jetzt ist gerade. Weil so, wie wir den jetzt hier anschließen, müsste der Ganze auf jeden Fall laufen. Müsste, wenn ich mich nicht irre. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Kosmetik machen. Das heißt, schön die ganzen Kabel nochmal abisolieren. Ne? Ich habe ja ein paar Stellen gefunden, wo ich dann gemacht habe. Hier zum Beispiel muss ich auch noch mal machen. Nee, nicht hier. Wo ist das schöne Ding? Da ist er. Hier haben wir ja einen Kabelbruch. Das muss ich auch noch mal fertig machen. Und dann einfach alles kontrollieren, alles einfach schön verlegen. Und das war's eigentlich. Ne? Also, ja, jetzt ist eigentlich Kosmetik drin. Kosmetik, und dann werden wir erstmal den Kabelbaum dran klatschen und versuchen erstmal den Wagen zu starten. So, jetzt starten wir den nochmal. Ich habe den jetzt soweit fertig, den müsst ihr jetzt auch. Schlauch hier muss ich hier ein bisschen besser machen, glaube ich. Das Ding hier. So, so, so. Jetzt müsste er auch vernünftig laufen hier. Was war das denn gerade? Ja, das ist doch gut. Das ist der komplette Kabelbaum. Für Lüftung, für Licht und so weiter. Özgür baut gerade um, da hinten. Und ja, das ist der Rest hier. Das ist der Rest. Also haben wir von zwei, haben wir eins gemacht. Ja, und das hier. Und das werde ich jetzt einbauen und mal schauen, ob dann alles funktioniert. Hier einmal Wasser rein, Öl rein und so weiter. Ah, Öl ist schon drin. Und dann mal warm laufen lassen und gucken, ob alles läuft, Lichter funktionieren und so weiter. Und dann haben wir es geschafft. Und dann können wir ja, ja die restlichen Sachen machen. Es ist jetzt fertig. Wir haben jetzt eigentlich soweit alles zusammengebaut. Müssen noch Kleinigkeiten gemacht werden mit Unterdruckschläuchen und so. Ein paar Wasserschläuche sind nicht gut, aber wenn wir Turbo-Umbau machen, kommen die Schläuche sowieso alle neu. Und ja, war echt gut. Kabelbaum, habt ihr ja gesehen. Das komplette hier musste ich auseinanderpflücken bei dem. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Wenn ihr einen Golf 3 habt und einen Golf 3, also einen Golf 3 nimmt und den auf VH6 umbaut, habt ihr keine Probleme. Alles ist Plug and Play. Alles. Das heißt, ihr holt es raus, steckt den rein, ein Relais umsetzen, das war's.
dann ist alles Plug and Play. Überhaupt kein Problem. Merken, wo ihr die Kabel rausgeholt haben und die Kabel passen auf eine Stelle. Aber bei dem Golf 4 Front mit Golf 3 gemixt das Ganze, ist der Kabelbaum ganz anders. Ne? Und das war die Kunst, dass wir das hinkriegen, und das war echt schwer. Ich musste das komplette, also das hat echt 2 Tage gedauert. Ich habe das komplett zerlegt. Die Kabel, ich saß hier und habe bis, boah, keine Ahnung, bis wie viel Uhr, saß ich da und habe die ganzen Kabel erstmal auseinandergepflückt. Das, was ich nicht gebraucht habe, weggeschnitten und dann den anderen Kabelbaum genommen und habe ein Kabel daraus gemacht. Also nur Dings, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, nur Kabelbaum für Licht war anders und Kabelbaum für Lüfter war anders. Ne? Die beiden Kabel musste ich neu machen und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Licht funktioniert einwandfrei, nur der Blinker hier nicht. Da habe ich, glaube ich, irgendwas falsch gesteckt, da muss ich nochmal schauen. Sonst funktioniert alles. Hier funktioniert ein Standlicht nicht, aber ich glaube, der ist kaputt. Es geht. Ja, ansonsten, ja. War echt eine schöne Aufgabe. Kabelbaum hat mich echt herausgefordert. Sonst war alles Plug and Play. Auspuff ist jetzt drunter. Wir warten noch. Also Kleinigkeiten machen und dann fahren wir. Ich schätze mal, Samstag fahren wir. Hast du Bock? Ist? Ja, klar. Warum nicht? Lass den mal Samstag einmal mal gucken, wie er sich fahren lässt. Benzinpumpe muss ich noch umbauen. Das habe ich noch nicht umgebaut. Dann merkt man, sobald man Vollgas gibt, kommt der nicht hinterher. Der Kühler hat auch nicht gepasst, da musst du mir auch noch... Ja, der Kühler hat nicht gepasst, genau, der Özgür. Özgür hat mir das heute so zurecht gebastelt, das Ganze. Die Halterung hat nicht gepasst von Golf 4, weil die ganzen Anschlüsse waren falsch. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, bevor wir uns hier da totquälen, haben wir uns sofort eine Halterung gebaut, ich und Özgür. Oder besser gesagt, der Özgür, dankeschön. Und ja, das Ding ist, bis jetzt sieht es geil aus. Der sieht doch, bei Kleinigkeiten ist das dann so gut wie fertig. Der ist fertig. Ne, Antriebswellen sind ja drauf, Auspuff ist drauf, Entlüften. Das war's. Sonst alles drauf. Nur noch Entlüften. Und dann kommen die Gänge auch rein. Und das war's. Ja. Und dann kriegst du nochmal einen schönen Ölwechsel. Kraftstofffilter hier, Öst, kannst du machen, hast du ja ausgebaut. Kraftstoffpumpe, machen wir Kraftstofffilter, machen wir auch neu direkt. Und das Ding fahren wir dann. Ich schätze mal, wann fahren wir den? Samstag? Samstag oder Sonntag. Samstag oder Sonntag. Hauen wir mal ein Video raus und dann schauen wir. So, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft-Tipp-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.